Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Kapitel 5.5 Beschränktes Wachstum. Wir haben uns letztes Mal mit dem exponentiellen Wachstum beschäftigt, jetzt ein zweiter Wachstumstyp, den ihr genauso wie das exponentielle Wachstum eigentlich schon kennen solltet. Wir haben das Ganze hier mal grafisch dargestellt und wir überlegen uns nochmal, was sind denn so die Besonderheiten beim beschränkten Wachstum? Beim beschränkten Wachstum ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass es eine Schranke gibt. Hier ist die Schranke beim Wert 1000. Das heißt, unsere Funktion wächst, aber sie kommt nicht über diese Schranke hinaus. Sie kommt immer beliebig nah an diese Schranke heran, aber es wird die Schranke nie erreichen. Gut, was auch noch wichtig ist beim beschränkten Wachstum, und zwar spielt eine ganz besondere Rolle, wie viel Abstand vom aktuellen Wert bis zur Schranke noch vorhanden ist. Und diesen Abstand, den wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Zum Beispiel im ersten Fall, da wären das 900. Das ist der Abstand von meinem blauen Balken bis hoch zur Schranke. Das ist sozusagen das, was noch fehlt. Wir gucken uns das mal bei x gleich 1 an. Da fehlt ja auch noch so circa 600. Sehen wir hier. Und noch für x gleich 2. Das, diese lila Balken, die können wir jetzt noch weiter fortsetzen, das nennt man mathematisch das Sättigungsmanko. Und das lohnt sich nochmal genauer anzuschauen. Das haben wir hier schon mal vorbereitet. So, hier haben wir diese lila Balken von hier drüben genommen und gleich von unten ab abgetragen. Also nicht mehr von oben hängend sozusagen, sondern von unten stehende Balken. Und hier wäre es bis ganz nach hinten ausgefüllt. Damit das hier einigermaßen ordentlich aussieht, entfernen wir die drei jetzt wieder. So, wir merken uns also, die x-Achse hat sich nicht verändert. Die y-Achse war beim ersten Beispiel f von x, das was uns wirklich interessiert, der Bestand. Und bei dem rechten Beispiel ist es jetzt das Sättigungsmanko, also die Schranke s minus f von x. Immer einfach der Abstand zwischen der Schranke und unserem f von x-Wert. Aber warum haben wir uns das denn genauer angeguckt? Naja, das lohnt sich, denn wenn wir uns mal den Verlauf hier anschauen, von unserem Sättigungsmanko, also von s minus f von x, dann ist das hier etwas, was wir in der letzten Stunde gesehen haben, nämlich ein exponentieller Zerfall. Das heißt, wir können s minus f von x auch folgendermaßen darstellen. S minus f von x, also gerade der y-Wert dieses Diagramms, und den erhalten wir als Funktionswert eines exponentiellen Zerfalls mit einem Anfangsbestand f von 0 mal e hoch kx. Das ist die Formel aus der letzten Stunde. Ja gut, so ganz stimmt es hier aber nicht. Wieso? Denn Sie meinen ja, diese lila Balken ähneln einem exponentiellen Zerfall. Genau. Und hier ist ja der Anfangswert 900. Ja, f0. Nee, unser f0 ist ja eigentlich das auf der linken Seite bei den hellblauen Balken. Das ist 100. Damit wir auf 900 kommen, müssen wir rechnen 1000 wie Schranke minus 100. Ah, und dann haben wir die Strecke dazwischen. Richtig. Okay. Also allgemein s minus f von 0. Und das Ganze natürlich mal e hoch kx. Gut, damit das Ganze mal e hoch kx, muss da eine Klammer drumherum, ist ein zusammenhängender Wert. Okay. Aber, naja, das Sättigungsmanko ist zwar schön und gut und hier haben wir einen schönen Zusammenhang gefunden, aber eigentlich interessiert uns wirklich der Bestand auf der linken Seite da. Also unser f von x. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Gleichung noch f von x auflösen, um unsere endgültige Gleichung zu erhalten. Probiert mal, ob ihr das hinkriegt. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, wir haben es hier umgeformt. Minus s, dann fällt das s hier drüben weg. Und hier auf dieser Seite wird ein s subtrahiert. Das Ganze mal minus 1, dann steht hier wirklich nur noch f von x. Hier entsteht ein Minus vor der Klammer. Dieser Faktor wird mit minus 1 multipliziert. Hier auch. Und aus dem Minus s wird ein Plus s. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Funktionsgleichung für f von x. Also für unsere Funktionswerte hier drüben. So übernimmt man den nicht, man schreibt den noch um, und zwar in folgende Form. Und zwar so, dass das s vorne steht und dieser etwas längere Teil hinten. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Funktionsgleichung für unsere Funktionswerte. In Abhängigkeit von s haben wir gegeben, das ist nochmal s, f von 0 haben wir gegeben. Das heißt also, das beschränkte Wachstum haben wir uns hergeleitet aus dem exponentiellen Wachstum bzw. dem exponentiellen Zerfall von unserem Sättigungsmanko, also diesen kleinen, noch verbleibenden Resten dazwischen. Gut, für weitere Berechnungen brauchen wir im Endeffekt nur noch diese Formel, die wir uns jetzt hergeleitet haben.
Oft sieht man die auch ein bisschen verkürzt, weil oft wird das hier in der Mitte, S minus F von 0, einfach nur abgekürzt mit einem C, aber im Endeffekt steht dieses kleine C für nichts anderes als S minus F von 0 und das schreiben wir jetzt auch allgemein auf. Wir schreiben uns auf. Merke, beschränktes Wachstum lässt sich mit Hilfe der Funktion f beschreiben. F von x ist groß S minus C mal e hoch kx. Wir müssen uns merken, S ist die Schranke, C ist eben dieser Wert, der oft gegeben ist, S minus F von 0, also die Schranke minus dem Anfangswert. Und K ist genauso wie beim exponentiellen Wachstum ln a. A wäre der Wachstumsfaktor in dem Fall. So, ich möchte hier was ergänzen. Wenn ihr diese Funktionsgleichung zum Beispiel mit der Funktionsgleichung im Buch auf Seite 186 vergleicht, werdet ihr feststellen, hier steht noch ein kleines Minus. Aber ihr werdet auch feststellen, hier steht auch ein kleines Minus. Und dieses Minus heben sich gerade weg zu Plus. Das heißt, man braucht das eigentlich nicht. Also nehmen wir ab jetzt unsere Funktionsgleichung hier ohne Minus, so wie das steht. Das passt. Gut, schauen wir uns noch eine Aufgabe dazu an. Folgende Aufgabe. Die Bevölkerung eines Stammes kann durch beschränktes Wachstum mit der Schranke S gleich 2000 modelliert werden. S gleich 2000? Haben die so wenig Platz? Zu wenig Nahrung? Das ist doch nicht logisch. Es geht doch nicht um Logik, es geht hier um eine Matheaufgabe. Genau, also anfangs hat der Stamm 500 Bewohner, nach 10 Jahren sind es 800 Personen. Gut, diese äußerst logische und völlig aus der Realität gegriffene Aufgabe wollen wir jetzt bearbeiten. Zunächst mal nur einen Aufgabenteil, nämlich die Bevölkerungsentwicklung mit Hilfe einer Funktion beschreiben. Also einfach ein beschränktes Wachstum hierfür aufstellen. Das kriegt ihr selber hin und wir schauen uns eure Ergebnisse an in 3, 2, 1. Okay, noch nicht komplett die Lösung, erstmal noch ein erster Schritt. Wir haben uns notiert, was wir schon wissen. S ist gleich 2000, F von 0 sind 500 und F von 10 sind 800. Und als erstes berechnen wir dann C mit der Formel groß S minus F von 0, also 2000 minus 500 ist 1500. Wir schreiben uns die Funktion schon so auf, wie wir es wissen. Die sehen wir hier. Dabei gibt x die Anzahl der Jahre an und f von x zählt die Anzahl der Bewohner. Und wir setzen noch den letzten Wert an, den wir wissen, nämlich nach 10 Jahren sind es 800 Bewohner. Also 800 ist gleich 2000 minus 1500 mal e hoch k mal 10. So, wer noch nicht an die Stelle kam, hat jetzt die Chance, zumindest das k noch zu bestimmen. Alle anderen können die folgende Pause kurz überspringen und direkt zur Lösung gehen. Wir sehen uns auf jeden Fall in 3, 2, 1. So, wir rechnen zuerst minus 2000. Das steht hier, minus 1200 ist minus 1500 mal e hoch k mal 10. Wir machen durch minus 1500. Dann kommt raus gekürzt, könnt ihr schon mal nochmal Bruchrechnen üben, 4 Fünftel. Ist das, wir machen einen ln, haben ln 4 Fünftel, das ist hier mal k, durch 10, das ln 4 Fünftel durch 10 ist k. Schreibt es ruhig auch so auf, dann gewöhnt ihr euch das erst beim letzten Schritt in GTR einzurechnen und dann habt ihr nicht vorher Rundungsfehler. Hier runden wir auf 4 Dezimalen, k ist dann ungefähr minus 0,0223 und wir die Funktion f von x ist 2000 minus 1500 mal e hoch minus 0,0223 mal x. So, wir haben jetzt eine Funktionsgleichung für das hier verwendete beschränkte Wachstum und mit Hilfe dieser Funktionsgleichung können wir jetzt noch ein paar weitere Aufgabenteile lösen, die ihr jetzt zu sehen bekommt. So, folgende Aufgabenteile können wir noch berechnen. B, wie groß war die Bevölkerung vor 10 Jahren? Und C, wann beträgt die Wachstumsgeschwindigkeit 10 Einwohner pro Jahr. Also wann kommen 10 Einwohner pro Jahr neu dazu? B. Die Bevölkerung vor 10 Jahren, das heißt unser x, muss jetzt minus 10 sein. Setzt das mal ein, berechnet dann f von minus 10 aus, können GDR ruhig zur Hilfe nehmen und wir sehen uns dann wieder und auch die Lösung in 3, 2, 1. So, wie es Herr Fähnrich gerade gesagt hat, haben wir einfach minus 10 eingesetzt, da wir sozusagen von unserem Startwert von 500 Bewohnern 10 Jahre zurückgehen. Also auch das ist möglich bei Wachstum, dass man weiter zurückgeht als unser momentaner Anfangswert. Haben wir einfach eingesetzt, kann man so in den GTR eingeben und kommen auf 125 Einwohner und können schreiben, vor 10 Jahren gab es 125 Einwohner. Wunderbar, kommen wir zu 10, zur Wachstumsgeschwindigkeit. Wachstumsgeschwindigkeit, das sollte uns sofort aufhorchen lassen, dass wir die Ableitungsfunktion brauchen. Also f' von x
Das müsst ihr erst bestimmen. Das kriegt ihr hin. Bestimmt erstmal f' von x. Und mit f' von x sehen wir uns wieder in 3, 2, 1. So, die Ableitung der Funktion f. Die 2000 fallen weg, die haben kein x oder irgendwas dabei. Wir haben noch minus 1500 mal e hoch minus 0,0223x. Das bleibt stehen, das ist einfach die e-Funktion von hier oben, mal der inneren Ableitung, also mal minus 0,0223, ergibt insgesamt diese Ableitungsfunktion hier. So, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wann ist f' von x 10. Und das geben wir einfach in GTA ein, mit dem, was wir hier schon berechnet haben, ins Graphmenü. Das könnt ihr lösen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir schreiben hin, f' von x ist 10. Und daraus folgt mit dem GTA berechnet, dass x ungefähr 54 ist. Also können wir uns Antwortsatz aufschreiben. Nach ca. 54 Jahren beträgt die Wachstumsgeschwindigkeit 10 Einwohner pro Jahr. So, das war es auch schon zu beschränktem Wachstum. Im Endeffekt, und das werdet ihr auch sehen, sind die meisten Aufgabentypen so wie diese hier. Also, dass man erstmal die Funktion rausfinden muss und dann weitere Aufgaben damit machen muss. Gut, das üben wir in der Stunde. Bis dann. Tschüss. Ciao.